Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, eine Briefmarke, die 1847 für ein paar Cent verschickt wurde, ist vor 3 Jahren für über 8 Millionen Euro verkauft worden. Das ist ja fast so eine krasse Verteuerung wie bei unseren Lebensmittelpreisen, dem Deutschland-Ticket und Benzin in Ankes Tanke. Der Preis der 60-Cent-Briefmarke ist aber seit 10 Jahren gleich geblieben. Oh. Ist was? Stimmt, Anke, du würdest auch eine Briefbombe per Fax verschicken. Einmal die 4 und die Ankes Tanke-Postkarte hier. Momentchen mal bitte. Stefan, ich frag mich ja, ob bei der Post deshalb immer so viele Schalter geschlossen sind, weil auf den Briefumschlägen bitte freimachen steht. Also das Bundesministerium für Finanzen ist übrigens Herausgeber der deutschen Briefmarken. Jährlich werden rund 50 neue Motive herausgegeben. Stefan, mein Freund ist ja allergisch gegen Stempelfarbe. Immer wenn der mit einem Stempel auf der Hand aufwacht, hat der Kopfschmerzen. Na dann, Postmahlzeit. Was denn? Anke, du bist ja wie der Brief, auf dem die 8-Millionen-Marke geklebt hat. Weil? Er wurde längst aufgegeben. Ist ja gut. Mach 7.392 Euro, sammeln Sie DHL-Punkte, haben Sie eine Postcard oder sind Sie in die Sendung mit der Maus-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Bei Hitradio FFH. Die neueste Folge, morgen früh um 5 nach 6 in Guten Morgen Hessen.